Nikwala! Darsh! Erky Palhu Huinjo White! Erky Chamana! Damn Shadaha! Manta Quabrash Tart! Erky Winja Quayauga! Samapai Chadath Mass! Huh? Yo! Smart Kakaboo Nikwala! Lalalala, ja, der ist auch wieder ein lustiger Kauz, also da muss ich ja mal sagen, hier, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Er will gerne Tattoos haben, habe ich das richtig verstanden? Ich habe das nur so nebenbei mitgelesen. Ja, und wie ihr seht, wir haben alles in unserem Dorf abgeklappert, haben jetzt auch mit dem lustigen Urki nochmal geredet, der ist echt ein witziger Zeitgenosse. Und jetzt würde ich sagen, machen wir eine Schnellreise und es geht ans Eingemachte, liebe Freunde. Aber erstmal nehmen wir uns noch diese Mission hier vorne vor. Da müssen wir nämlich noch einen Winja retten, ja? Und der will gerettet werden. Also vielleicht können wir es schaffen. Natürlich sind da schon Tausende draufgegangen, aber es geht jetzt um diesen einen Winja. Und wenn wir den verlieren, dann ist natürlich Schicht im Schacht und wir kriegen total Ärger. So, ihr wisst Bescheid. So, zack. Okay, erkunde diesen einzigartigen Ort. Nee, will ich gar nicht. Will hier das machen. Rette einen Winja-Jäger vor der Opferung durch die Isila. Also die Sonnenläufer, Isila. Isila! Isila! Ukana, Mondo, 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 ne? Um das mal so ein bisschen nachzustellen. Ist ja schon eine interessante Sprache. Eine sehr, sehr interessante Sprache, die ist Indogermanisch. Und ich muss sagen, man hat sich schon irgendwie dann gewöhnt. Aber es ist natürlich ein bisschen schade, dass man so gut wie immer den Untertitel lesen muss, ganz klar. Kann ich kurz froh sein, dass da nicht gerade noch ein Tier um die Ecke geflattert ist, was mir auf den Senkel geht. So, was haben wir denn noch bei Handwerk eigentlich im Petto? Ja, nur hier. Kommen wir ja das Jaguarfell, können wir jetzt verbrauchen. Dann haben wir noch den Keulengürtel. Wir können da ein paar mehr Keulen rumschwingen. So. Ach du Heiliger. Spaltwasser. Ort entdeckt. Ja, mittlerweile haben wir ja sehr viel an der Karte freigelegt auch. Kann man glaube ich nicht anders sagen. Alter, der greift mich jetzt nicht an. Piss dich, Leber. Oder du willst nicht, du willst sterben. Du kannst es gerne haben, wenn du sterben willst. Och, ziemlich unangenehmes Gelände hier. Oh, jetzt komme ich hier nicht rum, muss einen kleinen Bogen machen. Na gut, ausnahmsweise gehen wir sogar mal dem Bärchen nach. Ist aber nicht sein Ernst, dass er mich hier angreifen will. Wir haben hier den Mega-Narbenbär am Start und der kommt mir so daher. Geht ja gar nicht. Blutopfer. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen vorbereiten. Jetzt müssen wir völlig vorsichtig vorgehen. Da vorne mache ich schon Feind aus. Komm, hau den weg. Das ist gar kein Feind, das ist nur so. Greif einfach an, wir ziehen durch, Freunde. Oh, nur zwei Speere. So, ihn machen wir jetzt erstmal los. Ja, ja, wir holen dich da raus, mein Freund. Ah, das sind eh nur diese Kleinen hier scheinbar, ne? Ah, da kommen sie jetzt erst, okay. Möge der Tanz beginnen. Oh, ich hab den voll erwischt. Lass es sein. Scheiße, ich wollte den Kettentakedown machen. Schade. Okay, jetzt wird's interessant. Mitten ins Herz rein. Alter, wir leben immer noch. Ah, shit. Oh, nö. Der Winja wurde geopfert. Das heißt, ich muss die ganze Zeit bei dem stehen, glaube ich. Naja, gut, das könnte jetzt passieren. Aber es sind noch verdammt viele. Okay, ich denke, ich muss mich bei dem positionieren. Wesentlich mehr die Kreatur regeln lassen. Aber ich muss da sowieso den Kampf ausraten lassen, weil es geht eigentlich fast immer hier bei diesen Missionen darum, die anderen zu töten. Ich habe da natürlich mal mit dem Takedown so ein bisschen rumprobiert. Konnte ich leider keinen zweiten machen.
Okay, das probiere ich aber nochmal. Okay, kann ich ihn jetzt nicht befreien? Er ist doch, man könnte ihn doch jetzt lösen von seinen Fesseln. Von seinem Leid. Okay, jetzt hier mal welche bauen schnell. Was willst du tun? Lass es sein. Töte die Priesterin, bevor sie den Benja abfällt. Okay, die greifen jetzt von allen Seiten an. Der ist mir auch irritierend. Tut mir leid. Aber du hast hier nichts verloren. Komm zurück, Kleiner. Yeah! Komm, kriegst du hier einen Schnitzel kurz. Ich kann ihm gerade nichts geben, irgendwie. Aber ich habe gar kein Fleisch. Leider. Okay, jetzt kommen noch ein paar mit Sicherheit hier rüber, die noch auf die Schnatze wollen. Tada! Erstmal entweiht, hier mit dem Geistertotem. So viele hier liegen wieder. Ich meine, wir haben ja schon einige jetzt umgematzt. Ich weiß gar nicht, wer jetzt hier noch rauskommen soll. So, hier auch nochmal. Bitte, die junge Dame. Schön, was sie dabei hat. Ein bisschen Tierhaut im Petto. Okay, wo ist denn hier der Typ? Der hat mich gerade gesehen. Wo sollen denn hier... Ach, da. Nee, nee, die müssen... Da muss ja ein Angreifer sein, oder? Was soll die alle töten? Auch die jetzt hier, oder was? Okay, dann suche ich mal den Laden ab. Das kann ich eigentlich mal dezimieren, oder? Und mit so einem gezielten Pfeil. Bam. Dong. Such sie, die Kreaturen. Ich muss den doch irgendwie retten. Ich soll alle töten, aber irgendwie... So losschneiden hier oder so. Das muss doch jetzt gehen. Irgendwie triggert das nicht ganz durch. Habe ich das dumpfe Gefühl. Aber eben wurde ich ja beinahe angegriffen, als hier in dem Areal war. Und das war mit Sicherheit nicht diese kleine Sklavin da oder was es auch immer ist. Also irgendwie scheint die Mission ein bisschen zu hängen, wenn ich das richtig sehe, oder? Hier, ein bisschen Fleisch für dich, mein Kleiner. Hallo. Gehe ich jetzt mal hier runter einfach. Ich hoffe, dem Typen geht's gut und ich kann ihn allein lassen, ohne dass der erstochen wird. Ach hier, sind das die Winger, die noch da waren, oder was? Alter, da war einer noch da hinten am Hängen die ganze Zeit. Ja, manchmal hat das Spiel schon ein paar Boogies. Sind aber erträgliche zum Glück. Und das ist ja auch normal, ganz ehrlich. Man kann, glaube ich, gar kein Spiel bugfrei machen. Also komplett bugfrei. Bugfrei. Palhuinja Salwata. Blutopfer. Ey, du, das haben wir echt gerne gemacht, ne? So, und jetzt müssen wir leider in eine neue Region. Was haben wir hier eigentlich? Eingeweidetasche mit dem Jagdfell. Komm, machen wir auch mal hier gerade. Und hier können wir es mit dem Jägergürtel auch noch machen. Stachelbombe bei dir. Umso geskillter ist unser Charakter am Ende einfach, ne? So, hier haben wir auch noch 4 Punkte. Ihr seht, ich habe auch hier diese Pfeile herstellen geskillt. Das ist ganz gut. Verringerter Pfeilschaden ist eher sinnlos. Tier verwunden. Nachladen im Sprint. Jägerblick pflanzen. Nachladen im Sprint für Bögen ist halt auch ganz cool. Die Bogentechnik verbessert die Stabilität beim Zielen deutlich. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was wir da noch finalisieren werden wollen, tun können. Insofern nehme ich mal den Beute-Takedown. So. Das ist ja ein gutes altes Ding. Seltene Pflanzen finden. Häuten, Häuten 1. Plus 2 Fleisch. Ist auch nicht schlecht. Das hätte ich vielleicht mal sogar von Anfang an nehmen sollen. Ist eigentlich eine gute Sache. So, aber jetzt genau. Bevor ich es vergesse, werde ich nochmal kurz auf die Karte einen Blick werfen.
Und jetzt müssen wir nämlich nach ganz Süden. Und wisst ihr was? Da mache ich nochmal eine Schnellreise. Lass die Ladezeit auch nochmal drin. Weil jetzt geht's ja eigentlich gegen Batari, die Herrscherin der Sonnenläufer. Ja, und da bin ich mal gespannt. Die Silas, die werden auf jeden Fall nicht begeistert sein von der Nummer. So, und hier haben wir unsere schöne Hütte. Hier können wir ins Belohnungslager gehen, weil jetzt heißt es alles nehmen, was geht. Am besten. Jetzt nächstes haben wir auch nicht mehr so viele. Ah, nehmen wir alles auf jeden Fall. Das wird jetzt hier ein richtig harter finaler Kampf quasi. So, nochmal schön ausrüsten mit allem, was geht. So, was haben wir noch hier am Start? Ja gut, die Fälle, die sind jetzt erstmal uninteressant. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt welche. Aber Essen, Fleisch und vor allem Holz sind am wichtigsten. Für die ganzen Pfeile und die ganze Produktion und was da alles ansteht. Das ist ja schon nicht ohne. So, wo ist denn der Bär? Da ist er. Wisst ihr, was ich mal mache gerade? Ich hole mal kurz wieder unseren Blutfang ins Rennen. Ich weiß, ich habe den Wolf nicht so oft benutzt, beziehungsweise fast gar nicht. Im Off habe ich ihn ein bisschen mehr benutzt. Aber ich muss dazu sagen, dass der Wolf, dieser weiße Wolf, auch nicht gut ist. Also dieser Blutwolf da, bla. Der ist echt so lala, sage ich mal. Also mehr auch nicht. So, ich markiere mir das mal. Isila Heimat. Dieser Eingang führt zu Isila Heimat. Und Batari sitzt der Macht. Oh Gott, ist es soweit. Es ist soweit, liebe Freunde. Seid ihr bereit? Ich muss erstmal rauskommen. Ich muss mal einen Weg finden, ja. Zumindest ja die erste Feste, die Vorfeste sozusagen, die wir ja schon erobert haben. Ihr erinnert euch daran wahrscheinlich. War ein ganz schön heftiges Gekämpfe. Allerdings ging es noch, muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte schon krassere. Boah, da haben wir hier ganz schön rumgeschlachtet. Ich weiß es noch. Als wäre es vorgestern gewesen, gestern gewesen natürlich. Ist aber natürlich schon für die Folgen ein bisschen her. Oh, guck mal, da rennt ein kleiner Primat. Wie süß. Irgendwie so knuffig, Primaten. Ich mag Primaten irgendwie. Okay, das Ziel ist deutlich höher. Das heißt, ich probiere mal ein bisschen hier an der Seite lang zu gehen und da ein bisschen höher zu kommen. Immer noch ein bisschen Bienenzeugs hängen hier. Tada! Die Tasche für diesen Gegenstand ist bereits voll. Da oben ist auch noch was Interessantes für uns. Sollten wir uns mal anschauen. Alter, wie laut ist denn das? Ah, die wollen die Wölfe da gerade umnatzen. Jetzt greift er mich ernsthaft an der Arsch. So, was ist jetzt hier genau? Das kann doch nicht wahr sein. Mach den mal eben platt. Ich will mal hier in Ruhe schauen gerade, was denn hier ist. Hä? Wie soll ich das denn nehmen? Kann ich das abschießen irgendwie? Eine Isila-Maske war da, krass. Oh Mann, wie schlecht sehe ich denn? Alter, das kann doch nicht wahr sein. So schlecht habe ich, glaube ich, noch nie im Leben geschossen. Ohne Scheiß. Also, weiß ich nicht. Bestimmt schon mal. Aber nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Lass es sein. Brauchen wir nicht wieder den schnelleren Bogen? Der ist immer effizienter, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie immer schnellere Waffen als durchschlagkräftigere. Obwohl manchmal bei so einem Raketenwerfer in manchen Spielen geht es natürlich auch. Ich finde es irgendwie cool, dass wir keine Schusswaffen haben in dem Standardgebrauch, wie diese ganzen Shooter bieten. Diesen Südstein können wir auch noch mitgehen lassen und wir sind auf dem richtigen Wege. Man merkt, die Gegenwehr steigt auch. Wie süß hier. Da sind wir, die Isila-Heimat mit den ganzen Affen. Reiter in Mammut und durchbricht die Tore. Kann ich das nicht mit einem Säbelzahntiger auch machen? Na gut, dann will ich es mal probieren. Ich habe ja zufälligerweise eins hier zur Hand, das steht hier ganz zufällig.
Okay, Freunde, seid ihr ready? Bams. Sind die oben? Ne, da kommen sie doch. Jetzt seid ihr dran. Was macht ihr denn da hinten in der Ecke, Herr Schlawine? Bams! Jetzt zeigen wir mal, was mit Mammut geht. Bom, 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 bom. Oh, hier ist ein Gefangener. Jetzt bin ich mit dem Gefangenen Winja. Wir retten dich, wir holen dich da raus, mein Freund. Guarsta Brashtar, Yaudan Jartabi, Uwinja Lausch, Sukli Guambi, Izila Waichabi, Tudahis Nabataris Waikamas, Samsam. Na gut, das lohnt sich dann sicherlich. Aber ich doch. Befreie die Winja, damit sie dir beim Angriff auf Bataris Tempel helfen. Werden wir. So ganz schön weit weg alles, ne? Da können wir nämlich außen rumreiten oder so. Doch, können wir bestimmt auch. Mit unserem schönen Blutfang unterwegs. Der Säbli Boy. Was für ein treuer Gefährte. Jetzt einmal nach rechts, bitte. Geradeaus durch. Ja, Mann. Wir lassen mal einfach da liegen, den Storchel. Okay, hier vorne haben wir den ersten Platz. Aber ich glaube, hier ist mal da außen lang. Ups, kommt da nicht rüber gerade? Habe ich auch vergessen zu drücken. Wow. Nehmen wir erstmal den ganz außen. Dann habe ich das Schlimmste schon mal hinter mir, glaube ich. Und nochmal. Noch ein bisschen Heilung hier. Befreie die Vinja. Ja, ist auch eigentlich clever, dass die mir helfen diesmal. Ich muss sagen, ich finde das ja schon manchmal ein bisschen unlogisch, dass man diese ganzen Angriffe auf große Dörfer, wie gesagt, auch schon beim letzten Angriff, alleine führen muss. Also das ist schon ein bisschen dämlich. Ja, Mann, der hat richtig den Arm an den Knaller. Jetzt bist du dran. Hat er gerade wer auf mich geschossen oder was ist da so geklockert? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Oh, ich glaube, ich habe mir auch echt den ausgesucht, der am weitesten am hinten ist. 800 Meter ist auch eine Ecke, also kann man nicht froh sein. Aber gut, zu diesem Spielzeitpunkt hat wahrscheinlich auch jeder den Säbelzahn. Insofern ist es natürlich auch alles halb so tragisch. Verdammtes Feuer, ey. So, jetzt steige ich hier mal ab. Ich würde sagen, wir heilen uns erstmal ein bisschen. Er kann ja in der Zeit was knabbern. Na toll, jetzt brennt er auch. Ja, dämlich. Selten dämlich, würde ich so fast sagen. Machst aber nix. Jetzt komm da raus, du Schlumpf. Hier. Brennt denn da lichterloh? Das gibt's doch gar nicht. Hier kriegst du ja einfach mal wieder ein schönes Steak für. Extra Filet. Aha, was will der denn hier, der Kleine? Hä? Will der sich mit mir anlegen oder was? Mit mir? Wir sind sowas da. Wir hatten den Kämpfer auf dieser ganzen Welt. Boah, sind die weit auseinander, die Punkte. Alter Schwede. Zum Glück haben wir ein reitfähiges Tier. Oder war das ein Säbelzahn gerade sogar? Das war gar kein Bär, das war ein Säbelzahn, glaube ich, ne?
So, die wird nicht mehr so doof aus der Wäsche gucken. Übungsgelände unentdeckt. Fuck. Der Leine nicht ganz gesessen. Ja, da vorbei gehört bei das. Aber der war sehr dezent weiß. Boah, was war denn das für ein Gebrummel gerade? Ach krass, das ist so ein Horn. Ich muss es. Ich muss erstmal fighten eigentlich. Die Kugel macht das schon. Das Alarmhorn ist an. Die machen hier einen auf Hannibal. Mit den Elefanten. Ja, oder gefällt dir das? Oh, da habe ich aber eigentlich daneben gezielt. Ging trotzdem als Kopfschuss durch. Interessant. Oh, jetzt wird's nice. Oh fuck. Komm weitere, da kommen weitere. Und schnell meinen Tigel wieder zurückholen. Mal kurz was fressen. Also alles mit der Ruhe. Schön auf dem Schädel. Fuck. Nee, ne? Was? Ich war voll. Der hat mich einmal gezeppelt, da war ich doon. Da war ich doon. Tata. Ja, sollte ich vielleicht noch nicht so reinstürmen. Ein bisschen dämlich angestellt, gerade eben auch. Oh, guck mal da hinten. Den habe ich auch gar nicht gesehen. Boah, glücklich. Da wären wir beinahe wieder aufgeflogen direkt. Wo sind wir direkt? Sind wir direkt schon. Geil. Der hat wehgetan, gib's zu. Was, der war voll in die Fresse. Boah. Wo kommt der denn auf einmal her? Der hat mir Hilfe gerufen, ne? Dann geht der nicht drauf. Ne, das gibt's doch nicht. Was ist das für eine Maschine, der Kerl? Der ist ja mega, der Kranke. Boah, krasse Scheiße. Zack. Mach mir den Platz frei. Du verdammte Sonnenläuferin. Okay. Du stehst wieder auf, Kleiner. Dann kommen wir. Bleib stehen. Ich hab gesagt, bleib stehen. Bleib stehen, um zu sterben. Gibt's hier denn keine geilen Waffen irgendwie gerade am Start? Warum ist das Mammut jetzt nicht raus? Das ist jetzt auch ziemlich beruhigend. Warte mal, ich habe eine Idee. Jetzt sind wir nicht mit dem Mammut weg. So. Negativ. Boah. Und ist geblättet. Stell
Schnell den Snack reinfahren, schnell den Snack reinfahren. Okay, zack, zack, nee, hab ich nichts. Es fehlt Tierhaut, verdammte Axt. Warum nimmt er eigentlich immer die Keule, wenn ich da... Boah, wie viele... Ey, das wurde jetzt aber auch Zeit. So, ganz kurz mal hier rüber. Noch einmal heilen. Ein paar Pfeile aus dem Arm ziehen. Der ist ja einiges gewöhnt. Mittlerweile. Boah, was für... Was für Nummern. Ich muss jetzt mal die anderen alle plätten, ey. Das geht ja gar nicht. So, wo bist du jetzt hier? Da. Versteckt im Gebüsch. Fuck. Oh, die ist gut. Die ist echt gut. Und ich bin gerade verdammt schlecht. Zack. Aber auch nicht zu schlecht. Also, alles gut. Wir haben es geschafft. Alter Schwede, das war aber eine schwere Geburt. Au, sorry. Ula Barsch, Alia Yauga. Tut mir leid, ich wollte ihn nicht erwischen. Super, jetzt befreien wir hier 5, 6 Soldaten oder was? Und das ist dann die große... Das sind 2 Stück... Da ist das so. Umasiha Yauda. Da ist noch auf jeden Fall ein Feind. Okay, den will ich jetzt sehen, wie er da mit einer Schwinge rumschwingt. Na, dann komme ich mal rüber. Muss ich gar nicht mit einer Schwinge rumschwingen. Zack. Guter Treffer mitten in die Fresse. So, so läuft der Hase nämlich. Alter Schwede, befreie die Venya auf dem Übungsgelände, das haben wir gemacht. Und jetzt müssen wir theoretisch nur wieder unseren kleinen Freund hier organisieren, der leider tot ist. Aber wir haben zum Glück ein bisschen Rotblatt noch am Start. Sollten wir auch mal aufsammeln, wenn wir zufälligerweise welches finden. Ein wenig Rotblatt, das uns über den Weg läuft quasi. Jetzt schauen wir mal. Das sind 700 Meter, das sind 500. Dann gehen wir natürlich zuerst das, wo wir 500 sind. Aua, hat mich richtig erwischt nochmal, der Penner. Ich dachte, ich reite ihn so voll fett um mit dem Tigri. Ist immer so ein bisschen blöd, dass der direkte Weg fast nie geht, ne? Das ärgert man immer ein bisschen. Wenn man dann irgendwie einmal jetzt querfeldein durch dieses Abenteuer bestreiten, dieser wunderschönen Landschaft hier, und dann so eine Nummer. Nein, Felsen, wir lassen dich hier nicht durch. Und ich dann so, warum? Ich dachte, wir wären Freunde, der Felsen und ich. Aber so kann man sich dann auch in Felsen irren. Okay, das hat geklappt. Das war sogar ziemlich lustig. Auf jeden Fall eine Zeitersparnis gehabt von 38 Stunden und 5 Sekunden. Genau gerechnet auf Atomuhrzeit. Okay. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ich hätte mal ein bisschen Holz holen sollen unterwegs. Aber nee, geht. An Tierhaut bräuchte ich. Darum geht's. Okay, vorsichtig vorgehen. Das Horn mal deaktivieren, das wäre schon mal eine geile Nummer. Zack, da können jetzt schon mal keine Verstärkung rufen, zumindest nicht von hier. So, den Speer hatten wir auch wieder, das ist unser einziger. Das ist ein Trauerspiel. Tigri! Oh, yeah!
Scheiße. Alter, willst du mich verarschen? Das klappt hier niemals so. Geile Nummer. Und die schlägt er nicht gegen. Sehr interessant. So, jetzt ist dir mal frei hier. Ja, komm. Okay, dann will mich doch noch wer angreifen, da oben. Zack. Würde es ja lassen. Also das Dorf scheint aber wesentlich einfacher zu sein zu erobern. Obwohl es geht. Warten wir erstmal ab. Da habe ich jetzt diesmal auch cleverer gehandelt, als wir die, dass wir den Alarm einfach dezimiert haben. Ein Alarm abschalten ist ein Faktor immer Gold wert. So, was? Ich bin in die Fresse geschossen, der überlebt das? So. Das wird er nicht überleben. Das wird er unter keinen Umständen überleben, würde ich sogar mal sagen. Den hat es nicht überlebt. Ha. So, hier sind auch noch Gefangene drin. Ich meine, wir greifen dann da mit 9 Leuten an, oder was? Bestimmt 70 Einwohner. Und dann machen wir sowas. Ja, die Sonnenläufer fühlen sich irgendwie als was Besseres, ne? Wie man sieht, die sind technologisch auch ziemlich fortgeschritten, schon ein bisschen sesshaft und so. Und die Udam so der letzte Rest sein sollen. Super, dann hätten wir die jetzt auch befreit. Und ich würde sagen, mein Freund, mein kleiner Säbli. Ach, wir müssen ihn erst heilen. Na gut, ich könnte aber natürlich mal gucken, ob hier irgendwo ein bisschen Fleisch ist. Da ist nämlich was. Nee, ein bisschen Fleisch hier. Kannst du mal jucken lassen hier. Ja, Bestie. Nee. Kriegst du ein bisschen Fleisch. So, und jetzt holen wir noch die anderen Venier ab. Längere Folge heute ein bisschen, ne? Wieder mal. Aber egal. Es geht jetzt auch dem Ende entgegen. Da kann man ja mal so ein paar Spezialfolgen kriegen, würde ich sagen, die ein bisschen länger sind, oder? Ich meine, wir hatten ja oft wesentlich längere Folgen. Eigentlich wollte ich die Videos ja immer so 20 Minuten machen, aber eigentlich sind fast alle ja, viel länger. Ne? Deswegen gibt es auch nicht ganz so viele Folgen, weil die Folgen halt auch recht lang sind. Ne? Das muss man halt auch mal berechnen. Hier komme ich nie lang. So, da vorne. Das wäre dann der letzte Befreiungsakt. Und dann hätten wir eigentlich alles im Kasten, soweit ich weiß. Mein Tag von Zugsli. Okay, jetzt wird es aber interessant. Was machst du denn da unten? Warum kommst du überhaupt runter? Warum sagst du nicht, hey, wir töten uns gegenseitig so? Zack. Scheiße. Jetzt kriege ich wieder Probleme. Komm mal hier rüber. Jo, der saß. Du kleine Schlampe. Zack. So, du sollst mich angreifen, du sollst nicht nur stehen bleiben. Das dachte ich mir klar. Komm mal hier rüber, bitte. Müssen wir erstmal was zu speisen, mein Kleiner. Scheiße, ich hab kein Fleisch. Das war natürlich jetzt selten dämlich wieder. Wie viel Fleischverbrauch habe ich denn? Bestie. Nein, kämpfen da sollst du. Dämlicher Köter, ey.
gut, ich habe ihn jetzt auf der Mitte geschickt. Ja, warte. Okay, das ist zu krass. Shit, jetzt habe ich mein Tier verloren. Scheiße, Mann. Hat er vielleicht Fleisch dabei? So, Tierfett hat er dabei, Tontopf. Tasche voll, du kannst ihn nehmen. Nein, er wird sterben. Er wird sterben. Auf jeden Fall. Alter, hat er mich voll erwischt. Okay, ich muss hier runter. Boah, was für ein Kampf. Schön, der ging direkt mal durch, diese blöde Maske durch. Fuck. Wie viele Pfeile, wie viele Bogenschützen, hören die nicht auf? Ich glaube, es sind immer noch 4, 5 Feinde. Der saß. Der saß nicht, du kleiner Scheißer. Ups, okay. Ja, Lube, du ruhig mal weiter. Ich bin so still, ey. Ich weiß nicht wieso. Kann ich nicht reden. Ich hab dir noch voll den Hals geschossen, so Schlampe. Oh. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie viele kommen denn hier? Da kommen immer neue. Ich töte welche und dann kommen immer wieder welche hinzu, habe ich das Gefühl. Wie könnt ihr mich hier durchtreffen? Okay, ich kann keine Speere bauen, ne? Ich habe auch keinen Speer, oder? Scheiße. Okay, dir gibt's jetzt mit der Keule, jetzt reicht's. So, ihr Schweine, ey, die sind kein Ende. Nein. Oh Gott. Jetzt rennen nochmal ein. Komm nochmal ein. Ey, das werden nicht weniger. Was, da habe ich verfehlt? Das ist ja mal ein Witz. Wie wackel ich denn da gerade? Ich bin noch voll im Pfeil in den Bauch gerammt gerade. Oder den Arm oder wo immer hin. Gott. Wie viele vertragt ihr von diesen Dingern? Ich wollte schon sagen. Okay, jetzt war's das, oder? Oder noch nicht? Nein! Ey, das ist doch zum Kotzen. Boah. Reg ich mich auf gerade, ey. Das waren so viele, das sind immer mehr geworden. Also ich muss auf jeden Fall aufpassen. Ganz klar.
dass ich da nichts überstürze. Da bin ich einfach wieder zu voreilig losgezogen. So, jetzt nehme ich hier lieber den kleinen Bogen wieder, der ist ziemlich effizienter, weil der schnell hinter deinen abfeuert und die sind sehr gewieft mit Ausweichen und so. Gar nicht. Das ist ganz gut eigentlich. Und ich sehe jetzt rasse mit dem Tiger aus. Und der teilt jetzt mal schön im Lager. Also mal aus so ein bisschen. Ich hoffe, das war jetzt besser. Auf jeden Fall richtig jägermäßig. Ja, das war ja richtig geil. So, wo kann ich jetzt hier? Okay, ich befreie jetzt mal meine Brüder und Schwestern. Oh, Winja, da ist Nasu, Genaf. So, und jetzt können wir hier auch den Alarm lösen. Da wurde scheinbar schon jemand befreit. Und hier machen wir es noch. Na gut, dann drücken wir es einfach durch, oder was der da machen will. Hey, Süße. Oh, Winja. Da ist Nasu. Ja, oder? Hier war aber noch ein Lautsprecher, wenn ich das so sagen darf. Meines zumindest. Ich glaube, wir sind noch irgendwo Feinde, oder? Nee, ich glaube, wir haben sie alle befreit. Die haben wir zerbrochen jetzt. Wo fahre ich nochmal gegen? So, jetzt auf jeden Fall zerbrochen. Da brennt das Ding sogar weg. Und da haben wir noch ein paar, die wir befreien müssten jetzt. Mensch, richtig gut gelaufen. Also in dem Fall so war es jetzt easy. Aber ich muss sagen, ich habe mir die Zähne ausgebissen. Wenn die es einmal hinkriegen, da die, ja, die Gefahr, die weiteren Mitstreiter zu rufen, die die dann zur Hilfe eilen, wenn die den Alarm auslösen, halt, dann ist es schon krass. Oh, eine Vinja. Das ist eine nette Überraschung. Halt treiben sie jetzt hier herum, ne? Wir sind jetzt auch, so langsam sind die Sonnenläufer halt auch stark dezimiert. Muss man auch mal einen Raum werfen. Oder sind die Yaks? Und da ist so ein Bär wieder am Rummasseln. Und da ist der Tempel von Batari. Da geht es nämlich jetzt geradewegs hin. Alter Schwede. Ist ohne Scheiß. Wir sind vor dem Tempel von Batari. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich glaube, da geht es dann in der nächsten Episode so richtig los. Diese Folge war auf jeden Fall ein bisschen länger, haben viel Action gespickt, wir haben viel erledigt hier bei dem Blutopfer. Und ich bin mal gespannt, was in der nächsten Folge passiert. Werden wir Batari das Handwerk legen können oder nicht? Sagt es in die Kommentare. Bis dahin. Triff dich mit den Venya vor Bataris Tempel. Ja, mit denen sollen wir uns jetzt treffen und dann wird zum finalen Schlag ausgeholt in der nächsten Episode von Let's Play Far Cry Primal. Und ich finde es super. Oder ich fände es super, wenn du dann wieder einschalten würdest. Das würde mich natürlich mega freuen. Ja, und dann gibt es den Siegeszug über dieses schöne Spiel. Bis dahin!